Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Mungo fight all monsters. Mungo Anwalt Außendienst. Mitarbeiter sind drei Chiefs. Alle drei sind gleichgestellt. Und der Igel, der eine Mango für einen Mungo hält. Eigentlich traurig, dieses Thema. Und ich werde auch versuchen, mich nicht allzu sehr während dieses Beitrags aufzuregen. Es dürfte mir sehr schwer fallen, aber ich versuche es, versprochen. Viele wollen gerne wissen, was los war in der Vergangenheit. Und nun haben sie diese sogenannten Starforts entdeckt. Ein Teil von Tartaria, zweifellos. Welchen Zweck hatten diese sogenannten Sternenfestungen wohl? Einen militärischen Nutzen können sie ja nicht haben. Das wäre ja überhaupt nicht gut zu verteidigen. Es muss also einen anderen Grund geben, sagen sie. Dann zeigen sie dir neu entdeckte Starforts aus aller Welt. Überall stehen sie an seltsamen Orten und haben immer die gleiche Form. Gerade so, als seien sie einer Schneeflocke entlehnt worden. Es muss irgendetwas mit Energie zu tun haben. Mit Sicherheit tartarische Baukunst. Gerade von amerikanischen Kanälen stammen solche Infos. Diese beschäftigen sich sehr viel damit und halten es für unglaublich, so etwas herstellen zu können. Das mag man auch meinen, wenn das älteste Gebäude in dem eigenen Land 200 Jahre alt ist. Dann hält man solche Starforts womöglich für unproduzierbar in einer gewissen Zeit. Auch Kanäle aus unserem eigenen Land greifen nun diese Thematik auf und zeigen dir diese Sternenfestungen. Irgendein Geheimnis muss sich hinter ihnen verbergen. Vielleicht ja so, wie sich hinter diesen äußerlich nach großer Handwerkskunst aussehenden Säulen Schutt verbirgt. Steine, die aufeinander gestapelt wurden und dann mit Gips verputzt wurden, um den Eindruck zu erwecken, hier hätte jemand eine tatsächliche massive Steinsäule hergestellt. Oder wie bei diesen Vanilla Skies. So auch zu sehen auf diesem Bild. Und ich nenne es Bild, denn es wurde, wie du am rechten Wagenrad sehen kannst, ganz klar bearbeitet. Jedoch nicht, weil dort hinten dran sprechende Zeppeline oder ein Apparat zur Erzeugung freier Energie stand und man den nicht zeigen wollte. Dann hätte dieser Kutscher doch einfach irgendwo anders hinfahren können. Das ist doch Bullshit, ehrlich gesagt. Sie haben den Hintergrund, genau wie auch auf diesem Bild, wegretuschiert oder durch eine geschickte Doppelbelichtung überblendet, damit das eigentliche Motiv besser zur Geltung kommt. Nicht, weil dort hinten dran irgendetwas Geheimnisvolles im Verborgenen bleiben soll. Hier ein Fotograf auf seinem Kutschbock sitzend. Das nächste Foto, oder besser gesagt Bild, zeigt das Gleiche. Auch hier wurde der Hintergrund entfernt. Warum? Nicht, weil dort Zeppeline, die mit freier Energie betrieben werden können, gerade eine Pyramide bauen, sondern weil dort wahrscheinlich Scheißdreck in riesigem Ausmaß rumlag und stand und man das nicht zeigen wollte. Schau dir die zwei doch mal an. Vielleicht sollte man sich den, der dort steht, mal etwas genauer anschauen, anstatt zu mutmaßen,
was dort im Hintergrund wohl zu sehen war. Ich sage es dir, etwas noch viel Bedeutungsloseres als das, was du auf diesem Bild noch siehst. Deswegen wurde es weggemacht. Lass es mich dir so sagen. Wenn dir jemand ein einziges Foto zeigt, oder von mir aus auch 10, dann ist das ein Bruchteil aller Fotos, die es gibt. Und wenn er dann sagt, schau, hier, ein Vanilla Sky, dann gibt es von genau dieser gleichen Location 100 bis 1000 Fotos, auf denen der Hintergrund noch zu sehen ist. Ich will nicht behaupten, dass er dir diese Fotos absichtlich nicht zeigt. Nein, ich denke, dass er sie vielleicht überhaupt nicht kennt und genauso geblendet ist von diesem wegretuschierten Hintergrund, wie man selbst, wenn man darauf anspringt. Aber sind es überhaupt tatsächliche Fotos, die hier bearbeitet wurden? Wo sind die Negative dazu? Hast du jemals eines mit eigenen Augen gesehen? Ich meine nicht an einem Bildschirm. Eins in der Hand gehabt, auf dem du etwas gesehen hast, das du dir nicht erklären kannst. Oder sind das alles digitale, erfundene Bilder, die mitunter eine KI innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde herstellen kann, wie du ja mittlerweile auch schon gesehen haben dürftest? Denkst du, diese Technik ist wirklich so aktuell und neu, wie wir meinen? Oder haben sie sie nicht schon seit Jahrzehnten? Und ein jegliches historisches Foto kann ein Betrug sein. Woher will man das wissen? Ich sage, unsere Geschichte reicht genau so weit belegbar zurück, wie das Alter des ältesten aktuell lebenden Menschen ist. Alles andere sind Erzählungen. Es gibt darüber keine Augenzeugenberichte. Woher willst du wissen, dass es den Ersten Weltkrieg tatsächlich gab? Weil es in einem Buch steht. Keiner, der dabei gewesen sein soll, lebt noch. Kennst du das Napoleon und Adolf Hitler Paradoxon, das genau die gleiche Geschichte 129 Jahre später noch einmal stattfand, die zuvor bei Napoleon nachzulesen ist. Nachzulesen ist. Es gibt keinen Augenzeugenbericht, der älter ist als das Alter des aktuell lebenden ältesten Menschen. Gut, sagst du, aber es gibt doch Augenzeugenberichte von solchen, die mittlerweile schon gestorben sind, und man kann die sich noch anhören. Genau, anhören irgendwo kannst du sie dir. Und ich sage dir noch etwas auf dieser vermeintlichen wichtigen Suche nach deiner Vergangenheit. Bewirkst du genau das Gegenteil, indem du irgendwelchen Scheißdreck glaubst, dass eine solche Sternenfestung keinen militärischen Nutzen hätte? Das ist absoluter Schwachsinn. Sie haben nur einen militärischen Nutzen. Und genau diese Form einer Festung hat sich als die beste erwiesen, wenn es um die Verteidigung geht. Denn genau hier gibt es keine toten Winkel, so wie es immer heißt. Das läuft alles über Flanken ab. Jede Seite, die angegriffen werden könnte, kann von einer anderen flankiert werden. Das heißt, du kannst ihnen einfach von der anderen Seite in den Rücken schießen, wenn sie dich angreifen oder belagern wollen. Das ist alles so geplant. Es gibt für jede dieser Winkel eine eigene Bezeichnung. Und weißt du,
welche Baukunst das ist. Eine preußische oder altdeutsche Baukunst. Kein Tataria-Bullshit. Ganze Städte seien mit diesen schneeflockenförmigen Mauern befriedet gewesen. Es muss da doch irgendeinen Grund dafür geben. Ja, zur Verteidigung. Du legst dich selbst damit rein und gibst dich der Lächerlichkeit preis. Wenn du Zeit vergeudest, um dir irgendwelchen Schwachsinn in Videos anzusehen, anstatt selbst nachzuschauen, wie es wirklich sein könnte. Das kann man sich alles leicht erlesen. Oh, es gäbe dort solche seltsamen Antennen, beispielsweise auf Notre Dame. Auf dem Foto von 1850 seien sonderbare Antennen. Ja, Blitzableiter sind das. Keine freie Energie wird damit eingefangen. Vielleicht schon auf eine Art, wenn du diesen Blitz als verwendbare Form freier Energie ansiehst. Du willst freie Energie haben, hol einen Messingstab und steck ihn in die Erde. Mach ein Kabel dran und du hast freie Energie. Dancing with Demons. Ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.